Hallo, Dominik hier von pkp.de. Ich bin hier auf der Samsung Roadshow und hier stehen wir vor dem MU9009 Pre-UHD Premium Modell. Wenn ich mir das jetzt hier so ansehe und vergleiche mit dem Vorjahresmodell, dann würde ich fast sagen, irgendwie das Premium-Segment fängt jetzt hier schon bei der mittleren Klasse an. Also darüber stehen natürlich noch die QLED-TVs mit Quantum-Dot-Technologie. Aber hier bewegen wir uns, wie gesagt, mit den Premium-UHD-TVs bei auch ganz normalen Edge-LED-TVs mit aber Nano-Crystal-Technologie, also quasi Nanokristallen, die auch die Bildwiedergabe, die Farbausbeute weit verbessern. Und dann haben wir hier auch eine Maximalhelligkeit von 1000 Nits, also wie quasi die Premium-Modelle des letzten Jahres, ein Twin-Tuner. Wir haben die Smart Remote dabei, eine One Connect Box Mini, also die kleine One Connect Box, ist aber leider hier nicht ausgestellt, werden wir aber vielleicht noch irgendwann bespielen. 360 Grad Design kann auch einfach an der Wand befestigt werden. Und wir haben hier dann bei der 9000er Serie aber ein sogenanntes Supreme UHD Dimming, also nochmal eine verbesserte Dimming-Technologie für die einzelnen Bildbereiche. Und hier kann man zum Beispiel bei Las Vegas Strip sehr gut sehen, der obere Bildbereich, da wo der schwarze Bildbereich ist, ich bin auch mal näher rangegangen, der ist wirklich, wirklich sehr dunkel. Und wenn man das in der normalen, mit ein bisschen Lichtquelle ansieht, dann fällt einem da vielleicht ein ganz leichter Grauschimmer sicherlich nicht auf. Weitere Informationen wird es dann auf 4kfilm.de geben. Gebt unserem Video einen Daumen nach oben oder besucht uns, wie gesagt, auf unserer Website oder abonniert unseren YouTube-Kanal.